Wir steigen wieder in die Arche, Leute. Es gab fünf ganze PS1-Spiele rund um Barbie. Fünf Stück gab es. Und die gucken wir uns heute alle an, was die so können, wie gut die sind, ob das Banger-Games sind. Ich habe alle einmal angemacht, getestet, ob sie wenigstens laufen. Laufen alle. Leider musste ich hier und da dann die USA-Version nehmen, die NTSC-Version nehmen, weil das ein oder andere komischerweise in Deutsch nicht funktionierte. Das ist sehr schade, weil die haben auch dann deutsche Synchro. Aber ich glaube, die wichtigsten Spiele habe ich auf Deutsch, glaube ich. Ja, deshalb, wir gehen rein. Wie gesagt, fünf Spiele haben wir zur Auswahl. Und wir fangen einfach mal an mit dem hier, würde ich sagen. Ja. Ja, wir fangen damit hier an. Es laggt. Mein Stream laggt. Chat, laggt mein Stream? Ich muss ja, ach schon, ich muss wieder verschieben. Ich vergesse immer wieder. Ich muss eigentlich mir eine extra Szene einrichten für die PlayStation Streams. Als ich den Emulator gestartet habe, kurz geleckt, okay. Yeah. Mattel, Barbie gehört zu Mattel? Okay. Apropos, letzte Woche Dienstag. Das Barbie-Spiel, Barbie-Spiel. Letzte Woche Dienstag der PlayStation 1 Stream. Wegen dem Schnappi-Song, wegen dem warte, gucken wir uns mal die Cutscene erst an. Hi, I'm Barbie. My friends and I have been practicing all year in the sun and snow to get ready for the Super Sports Competition. We really hope we can win the grand prize. We can beat the clock in radical races, have fun with hot city skating, and cool alpine boarding. So come on, everybody, let's go! Der Song ist ja Banger. Und die Stimme klingt wie von der KI. Yeah! Yeah! We rule! Wie gut. Ja, das ist Barbie Super Sports. Aber ja, nochmal kurz zu letzter Woche Dienstag. Ich habe versucht, das VOD auf YouTube hochzuladen. Es ist halt immer noch nicht da, weil erst wurde das Video gestrikt wegen gute Zeiten, schlechte Zeiten Intro. Dann wurde das. You can start a new game. Load a saved game or change the game options. Use the directional buttons on your controller to highlight your choice. Then press the X button to continue. Ja, dann musste ich das rausschneiden. Dann wurde das Spiel, das Video gestrikt wegen diesem komischen Tunnel B1 Intro. Keine Ahnung. Dann musste ich das rausschneiden. Und jetzt die dritte Sache, das Schnappi-Lied. Jetzt habe ich das Schnappi-Lied nochmal rausgeschnitten. Ja, wir gehen rein. Neues Game. Also ja, ein Tovo war Bobo mit dem letzten VOD. Highlight one or two player and press X. Then choose your character by highlighting her using the directional buttons and press X again. Kannst du bitte? If you want to start over, press the triangle button to go back. Wieso redest du so viel? Press the X button for a one-player game. Sind das die in der Cutscene sah das ja so aus, als wären das so vier Freundinnen, vier Girls, die alle irgendwie befreundet sind oder so. Aber hier sehen die alle einfach alle komplett gleich aus, nur unterschiedliche Haarfarbe und unterschiedliche Klamottenfarbe, unterschiedliche Hautfarbe. Aber die sehen einfach die gleiche Pose, das gleiche Gesicht. Viermal.
Hör auf zu reden! Wir nehmen natürlich die Classic Barbie, ne? Heißen die anderen dann Schnabi, Tabi und Narbi? Oder wie heißen die alle? Enter your name by highlighting the letters and pressing the X button. To enter a space, use the square symbol in the bottom left of the screen. You can delete a letter by using the backspace symbol in the bottom right. Ich bin die gute Kagi. Press the Barbie, Darby, Kabi und David Jr. Sport you want to play. Inline skating or snowboarding. Use the directional button to highlight the sport you want to play. Wie viel die redet? To select it, press the X button to go inline skating. Also wir haben nur zwei Sportarten zur Auswahl. Vielleicht kann man noch welche freischalten, aber gut, im Intro waren auch nur zwei Sportarten zu sehen, ne? Auch nur Snowboarden und Inline Skating. Ja, gehen wir zuerst mal Inline Skating rein, ne? What a cool shop. Player 1. It's your turn to do some shopping. To confirm your choice, press the X. Ja, komm, halt die Schnauze, ich mach schon. Ui. To try on any new tops or shorts. Gehen wir zurück. Ui. What a cool shop. Oh, ich kann andere Dinge noch anklicken. Yo, ciao, Gabu. Fühle ich. Ist einfach derselbe Beat, nur eine andere Melodie. Oh. Klingt so ein bisschen wie Sportsmusik. Was war das für ein geiles Geräusch? Ah, apropos, Leute! Warte, kurz. Wir hatten ja auch mal hier in einem PS1-Stream gehabt. Monster Rancher 1 für die PS1. In dem PS1-Stream, wo es um Spiele ging, die ich als Kind nie verstanden habe, ne? Und ich hatte mal vor ein paar Tagen mir den OST dazu angehört, ne? Zu dem Spiel. Und das Spiel hat einen Soundtrack, hat einen Song, wenn du das wenn du das in irgendeinem Kassetten, wenn du das in so einen CD-Player einlegst oder sowas, oder damals auf der PlayStation konntest du ja auch das benutzen als Musikplayer, wenn du da halt das Spiel benutzt als Musik-CD, dann gab es da einen Song. Oh, warte, das ist der Anime. Da gab es da einen Song. Warte. Den gibt es auch nicht im Spiel oder so. Der kommt nicht im Spiel vor. Der ist extra dafür gemacht, dass, wenn du die CD einlegst, in den CD-Player, dass dieser Song kommt. Und der Song heißt Weird Song. Junge! Junge, was ein Song, ey. Insane. Ist ja Mega-Banger, ja. So, sind wir alle durch? Oh, okay, das ist das Letzte, ne? Wisst ihr, wie das gerade klingt?
wie dieser eine bekannte Song. Kennt ihr den? Der ist ein bisschen älter. Dim, dim, dim. Kennt ihr den? So klingt er gerade so ein bisschen, an der Anfang vor allem. Children heißt der. Genau, den meinte ich. An den musste ich gerade direkt denken. Auch so ein alter Song. Aber Banger. Als ob das echt wer erkannt hat. Ja, JetsackRabbit und ich, wir sind einfach auf einer Wellenlänge. Auf einer musikalischen Wellenlänge. Ja, cool. Wir haben vier coole Songs zur Auswahl. Können ein bisschen Radio hören. Und dann haben wir hier noch rechts noch einen Wasserspender? Push. Ich denke, es ist eine coole Mechanik, ne? Kann man, denke ich mal, machen. Los, trink! Trink! Junge. Oh, fuck. Ich glaube, ich hatte doch hier noch die große Kamera gehabt, oder? Oh, die ist zu groß. Warte ein bisschen hier raus. So. Dann ist da nicht so viel schwarz. What a cool shop. Player one. Okay, let's go. Lass uns so Klamotten auswählen. Und dann geht's auf die Pipe oder so. To try on any new. Ja, wieso läuft hier keine Musik? Wieso keine der vier Songs oder sich am Laufen? When you're done trying on and are happy with your selection, press the X button. Ich nehme Pink. Check out this new outfit. Check out this new skin! Shopping is so much fun. Fucking Xenoblade Chronicles. Check out this new skill! To try on any new. Noch ein T-Shirt? When you're done trying on and are happy with your selection, press check out this new. Check out this new skill! Shopping is so much fun. Hey Skelly. Just Jack Rabbit. To try on any new tops or shorts. Okay, wir brauchen noch die Inline Skates. Choose a pair. Whoa. Nur bei den beiden sagt sie wow. You need to go out and win more tickets before. Ah, ich brauch. These skates. What cool skates. Yeah, die sind richtig cool. When you're done trying on and shopping is so much fun. Ja, ich hatte richtig viel Spaß gehabt. Lasst uns ein bisschen skaten. Kann ich jetzt die Tür anklicken? Ja, jetzt kann ich die Tür anklicken. Was muss ich machen, dass du dieses Outfit trägst? Mir das Outfit kaufen, denke ich. Wow! Welcome to the practice area. If you skate around the edge, you can see all the cool skate parks that are in this game. You'll need to win the keys in the three open levels in order to unlock the final level and win the grand prize. Come on, let's get going. Okay, let's go. Mm-hmm.
Okay, danke, Deschke. Attacke. Oh, danke, danke. Hallo, ich will da nicht rein. What a cool shop. Nein, ich will fahren. To try on any cool outfit. Let's go out and skate. Welcome to the practice area. Wie fahre ich denn? Okay, ich muss wirklich mit Richtungstasten fahren. Okay. Du, 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 du. Wow! Ich kann aber so hier nicht springen. Ah, das sind Clowns! Ich kann aber so nicht springen, ne? Woo! Woo! Woo, woo, woo! Yo! Und was ist jetzt mein Ziel? Einfach nur die Tickets zu sammeln? Hui! Yeah! Yeah! Aber ich kann keine coolen Tricks machen oder so. Ich kann nicht springen. Warte, ich versuche mich zu drehen in der Luft. Geht auch nicht. Ich kann mich nicht in der Luft drehen. Nur beim Fahren. Hui! Hui! Ruh! Ruh! Hui! Hui! Come on! Hui! Come on! Let's go! Also ich kann nur rumfahren und auf den Rampen springen, aber ich kann irgendwie keine coolen Tricks machen. Oh, hier. Jetzt geht's richtig ab. Oha, das geile Geräusch. Wieso ist die jetzt umgefallen? Okay. Let's go! Yay. Yeah! Alright, we did it! Yeah! Yeah, das ist ja cool. Come on, let's do some. Und jetzt sammle ich hier quasi Geld und dann kann ich mir gleich bessere, bessere Klamotten kaufen. Hübschere Klamotten, nicht bessere. Und das war's dann, denke ich. Wobei, das ist die Practice Area. Oh. This is the race. You need to win the number of points shown on screen to complete this level. Es gibt Races. Set, go! Let's go! Ding, 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 okay. Ding, ding, ding. Aber gegen wen race ich denn? Einfach gegen die Zeit? Ich kann ja halt nicht springen, ne? Okay. Rückwärts! Whee! Let's go! Als ob die so gut ist! Kriege ich jetzt mehr Punkte, weil ich rückwärts das mache? Alter, der Spin. Kannst du bitte jetzt nach vorne wieder fahren? Ich kann mich nicht drehen! Die fährt jetzt nur noch rückwärts! Hä? Ich kann nicht mehr nach vorne fahren! Hä? Die will nicht mehr! We need to collect as many tickets as we can. Hallo! Ah, jetzt, okay. Ah! Ich habe zwei Tasten für einen Spin. Der eine ist einfach ein kompletter 360-Spin und der andere Knopf ist für einen 180-Grad-Spin. Alright! War schon nicht so spannend. Vielleicht ist ja Snowboarden cooler. Okay, ich habe Schlüssel bekommen, irgendeine Barbie-Medaille oder so.
Zeit. Welcome to the practice. Nein, ich will nicht practicen. Wie komme ich denn raus? Hier. Sport Selection, ja. Ja, nice. Ich dachte, ich muss jetzt das ganze Spiel resetten. Gehen wir kurz mal rein in das Snowboard Game. Gleich, das Snowboard Game ist gleich genau das gleiche, nur sieht anders aus. What a cool shop! What a cool shop! Haben wir hier andere Songs? Tatsächlich, es gibt 8 Songs. Tricky Niggy! Hey, danke schön für 17 Monate. Viel Erfolg bei den Prüfungen, Mann. Ich hoffe, auf der nächsten CD ist gleich der Ninja Turtle Soundtrack drauf. Und jetzt der Ninja Turtle Soundtrack? Sieht nämlich aus wie so ein Ninja Turtle. Der Kopf und das Ding in der Mitte. Kommen die Ninja Turtles. Super starke Ninja Turtles. Immer auf der Lauer und immer etwas schlauer. Ninja Turtles, super stark. Ninja Turtles. Okay. Das ist es, ne? Das war das Instrumental vom Ninja Turtles Song. What a cool shot. Cool, it's snowing. Are you ready to go outside? Die findet aber auch alles cool. Hier kann ich nicht mal interagieren. Nicht mal irgendwie einen kleinen Wasserstrahl schießen oder so. Ich mag Skaten mehr. To try on any new. Junge, diese Kamerafahrten sind so arschlangsam. When you're done trying on and are happy with your selection, press the X button. Check out this new skill. Shopping is so much fun. To try on any new jacket. Okay, gucken wir uns die Jacken noch an. When you're done trying on, check out this new outfit. Choose a board. Bin schon sehr hyped auf den Barbie-Film jetzt. This board. Ich nehme den Ninja Turtle. Super starke Ninja Turtles. Welcome to the Bunny Slope. You can ski down the slope as many times as you want. To get back to the top, use the chairlift. You can try out some cool. Ja, komm, die Schnauze. Let's go. Kann ich mich drehen? Hier kann ich nicht mal drehen oder so, gar nichts. Hier kann ich gar nichts machen. Cool. See if you can board through the slalom section. Schade. Nee, es hat gezählt das erste trotzdem, obwohl ich außen dran gefahren bin. Wurde blau markiert. Ich will die andere turbulente Strecke nehmen.
Alpine Slalom. Okay. Slalom, Baby. Boah, diese Ladezeiten. This is the Alpine Race Level. Try to be the... Diesmal bin ich nicht alleine. Race you to the bottom. Barbie Super Sports Rule. Barbie Super Sports Rule. Wir sind ja gleich schnell. Cool. Haha, sie hat daneben gemacht. Lol. I'll bet we could go even faster with a better board. I'll bet we could go even faster with a better board. Way. Alter, wieso waren da drei Stimmen auf einmal? Das ist der Kinderscream aus Halo. Nice. Okay, ich habe da so eine Monopoly-Figur rechts. Cool. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall Barbie Sports oder so. Das war auf jeden Fall ganz interessant, denke ich. Ich denke mal, ich als Kind habe da nichts verpasst, wenn ich das nicht gespielt habe. Gehen wir rein zu hierhin. Ein Spiel, was eigentlich immer zu Barbie dazugehört und eigentlich auch zu jedem Mädchenspiel dazugehört, sind unsere tollen Pferde. Leute, natürlich muss es auch ein Pferdespiel mit Barbie geben. Und Scroll Johnny, dankeschön für den Prime Sub. Wir haben jetzt Barbie Ride and Race oder so, oder Race and Ride. Haben wir jetzt. Du hast schon ein gutes Game verpasst, Moritz. Welches? Ein Barbie-Spiel. Hast du? Wie viele davon hast du? Wie viele Barbie-Spiele hast du in deinem Regal zu Hause, Moritz? Hast du alle fünf? Hi, I'm Barbie and welcome to Secret Valley. This is an amazing place where you can go horseback riding along trails and obstacle courses. You can even challenge me or one of my friends to a race. Come on, let's race. Ich kann gegen Barbie racen. Crazy. That was great. I love it here. And rumor has it that somewhere in the valley is a secret hidden ranch. So let's saddle up and go explore. Wieso sieht eigentlich Barbie aus wie ein geschminktes, wie ein geschminkter Säugling? Die sieht irgendwie, ihr Gesicht ist so rund und aufgequollen wie von so einem Baby. Wie so ein kleines Baby, aber dann ist sie noch geschminkt. Sieht irgendwie super weird aus. Highlight new play. New player. Wie du, Moritz, du hast kein Barbie-Spiel? To enter your name. To enter a space, use the square in the bottom left corner of the screen. To delete a letter, use the backspace. Kann ich nicht groß schreiben? At the bottom right corner of the screen. When you're finished, press the X button on the large checkmark horseshoe in the upper right corner. So bin ich Kagi. Ah, es wird trotzdem groß geschrieben, okay. Ja, let's go. Ein Spieler? Das gibt, geht's ja schon direkt von Anfang an zu zweit. Lila ist schon cool, ne? Obwohl die braunen Boots mit der weißen Hose, boah. Obwohl die braunen Boots passen zu der braunen Mütze. Ja, ist schon geil, ne? So, davon gibt's auch eine deutsche Version, aber die stürzt genau jetzt hier ab. These are our four beautiful horses. We have a Palomino, a Paint, a White, and a Dapple Gray horse.
Wieso hat sie das nicht in der richtigen Reihenfolge aufgezählt? Wieso hat sie erst das zweite Pferd erwähnt, dann das vierte, dann das erste und dann das dritte? Wieso nicht einfach von links nach rechts durchgegangen? Nimm das ganz Weiße. Braun und Lila ist schon wild. Braun und Lila sind Farben, die man öfters kombiniert. Genau wie Braun und Lila und Gelb oder so. Use the arrows to see all the Baby! Dewey, horse, Belle, Blaze. On the name you want. Andere Seite. Breezy, name, Bunny, Buttercup, Button, Candy, okay. Chestnut, Chocolate, Cinnamon, Clover, Cocoa, Cricket, Daisy. Nice, Daisy. Diamond, Duchess, Dusty, Flash, Flower, Ginger, Holy, Honey, Jasmin, Lady, Lightning, Lily, Magic, Misty, Moonbeam, Muffin, Peaches, Pepper, Poppy, Brezel, Princess, Rainbow, Rose, Ruby, Rusty, Sassy, Alter, Shadow, Silver, Sky, Snowflake, Star, Sugar, Summer, Sunshine, Sweetie, Taffy, Thunder, Tulip, Velvet, Whisper, Wind. Ja, das ist die gute Jasmin. Jasmine! Stimmt eigentlich, Bunny für ein Pferd, ne? Einfach Bunny. This is the Barbie Race and Ride Bulletin Board. To go to the tack area, ich hab die Ratte angeklickt. Die ist weg. Okay, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Die Katze klingt ein bisschen rollig. Ja, achso. Use this. Why not try out the riding lesson? Riding lesson? Press the X button to use this select. Wieso kann ich die anderen vier Dinger nicht benutzen? Why not try out the riding lesson? Use this selection to go straight there. Okay, riding lesson. Let's go! Hey, Pocara. Aber diese Haaranimation ist schon nice. Das ist schon gut gemacht. When you want to go faster, press the up directional button. Moment, ich bin schon im Rennen drin? Das ist schon das Rennen! Ich dachte, das ist eine Cutscene oder Ladezeit. When you want to go slower, press the down directional button. Es ist einfach vorgespult. To turn your horse to the left, press the left directional button. If you want to stop your horse, press the square button. To turn your horse to the right, press the right directional button. To turn your horse to the right, press the right directional button. When Was you want to jump gehen? Over an obstacle, press the X button. X, okay, ich muss springen. Geil! You did great! We're ready to hit the trails. Geil! Kann ich jetzt gegen Barbie racen? Gott, ist das bad. Hallo, die Mähne, wie die da so im Wind weht. Das ist doch sick. Directional buttons to move around the bulletin board. Ich hab gedrückt. This is the tack area, where we can saddle up your horse and get her ready for our adventures. Hier, Jasmin kriegt eine Karotte. Carrots are so good for you. Junge, so eine lange Ladezeit dafür. Make sure to put the saddle pad on first, then the saddle.
The saddle goes on next. Was ist da oben? Vögelies! Ich hasse dich. Oh nein, das tust du nicht. Können wir die Jasmin einmal waschen? This is the grooming. It's so much fun giving you a bath with all those bubbles. Das Gesicht kann ich nicht waschen. Use the curry comb to brush your horse's mane and tail. Endlich stinkt Jasmin nicht mehr. Now we can give you. Okay. We need the bridle so we can steer the horse. Können wir jetzt ein Rennen machen? Gegen Barbie? We need the bridle so we can steer the horse. Ja, ich habe jetzt alles ausgerüstet. Soll ich ihm noch Zucker geben? Zucker! Sugar cubes are Sugar cubes. Treats. Junge, die Ladezeit! Ich imagine, das ist das einzige Spiel, das du als Kind bekommst, ja? Kann ich jetzt irgendwie ein Rennen gegen Jasmin gegen Barbie machen? Ah, jetzt. Press the X-Button. You press the X-Button. Lass uns am Strand reiten gehen. To go to the beach. To the beach. Ah! Hey, look at those pebbles. I wonder what they're for. This must be where the race starts. Wo ist die Strecke? Look at the sea lions. Was war das denn da? War das Seerobben? Ja, aber ich kann nicht anhalten, glaube ich. Doch, ich kann mit Viereck anhalten, ne? Wir gehen schwimmen. Those look like oysters down there. Let's take a look. Ich fand's toll. Würdest du es heute immer noch spielen? I wonder if we'll find a pearl in one of these oysters. Was? Wieso? Wieso ist mein Pferd und ich auf einmal zensiert? Oh, look, you found a pearl. So much fun. Let's ride. That was so much fun. Weiter geht's. Nur um nochmal das Gefühl von damals zu haben, aber ich denke nicht, dass ich es länger spielen würde. Schlechter Fan. Let's ride back to the stable and enjoy the sunset. Okay, wir kriegen gleich einen Sonnenuntergang noch. The beach at dusk. Junge, wie viel Ladezeit man im Spiel hat. Hey, what was that? Alle zwei Minuten Ladezeit. Das Wasser sieht aber auch gut aus, ne? This is great. Thank you.
with the rock pool. I wonder if there are any creatures in it. Okay, wir gucken uns die Creatures an. Barbie hat ein komisches Gefühl Spaß. Ich glaube, Barbie ist auch die Einzige, die gerade hier Spaß hat. Let's take a closer look. Follow the sea creatures in the correct order. Highlight the correct sea creature and press the X button. Well done. Follow me. It's your turn. Was sagt denn Simon? Well done. Follow me. Können wir damit aufhören? Wir gucken uns jetzt nicht alle vier Locations an, oder? Das möchte ich nicht. Hey, Linking. Das ganze Game ist nur Ladezeiten. Geh in den Wald. Du sagst, der Wald ist gut? Hey, look, sea turtles. Okay, die Turtles müssen wir uns anschauen. Da gibt es ein Minispiel mit Glühwürmchen. Okay, wir gucken uns gleich noch den Wald an. Gegiggelt hat. Ich kann ihn nicht mal anklicken. Doch jetzt. Let's ride. Das dauert nur eine halbe Stunde, bis wir im Wald angekommen sind. So langsam wie das Spiel ist. Wir wollten in den Wald, sagst du? Da ist ein cooles Minigame. Der Redwood Forest! There's a squirrel in that tree. Let's stop and take. Ja, ich halte überall an. Ich denke mal, die Glühwürmchen kommen dann erst wieder nachts raus. Look at the squirrel. Junge! Try to catch as many acorns as possible. Junge. Ja, hier sind nachts da. Okay, dann skippen wir bis nachts durch, okay? Nein, ich will nicht nochmal!
Man sieht, wie viel Spaß ihr das Spiel macht. Ich spiele das Spiel ja nicht. Ich gucke nur Ladezeiten. Vorgespult ist es viel besser, das Spiel, oder? Six FPS! So, jetzt kommt nach. Na, das war eine Eule, keine Glühwürmchen. Aber vielleicht sind die Glühwürmchen bei der Eule. Niemand hat Barbie-Spaß. Nein! Weg hier! Heb den Arm nicht so hoch! Let's ride! Let's ride! Sind das die Glühwürmchen? I wonder if he'll come down. Ich wundere mich nicht, ob er down kommt. Let's hit the trail. Das ist ein gewaltiger Sprung. Da sind sie! Da sind sie! Franzi! Da sind sie! Them in the jar. Ja? Ah, jetzt. Let's see if we can bring them all together. Press the X button to open the lid. Ich drücke X. Komm rein. Komm rein. Kann bitte jemand in mein Glas kommen? Kann jemand bitte in mein Glas kommen? Ich hab einen! Jetzt zwei! Drei! Vier! Fünf! Ah, so funktioniert das, okay. Nein! Ich hab nicht alle geschafft. Ich habe keine Ahnung, wieso das Pferd und der Charakter komplett schwarz sind. Ich denke, das ist so gemacht worden, damit sie nicht jede Cutscene anpassen müssen. Weil du hast ja ganz viele verschiedene Klamotten. Oder zwei verschiedene Klamotten und vier verschiedene Pferde. Und ich denke mal, das ist so gemacht, damit die nicht für jede Kombination nochmal eins machen mussten. Sind die dann einfach schwarz? Ja, das war doch eine interessante Erfahrung, oder? Das war doch ein starkes Barbie-Spiel auf jeden Fall, ne? Wie wär's, wenn wir als nächstes
hier reingehen. War's das? Ja. Für Franzi war das eine wilde Nostalgiefahrt. Und hey, Murray. Im Original waren die aber nicht schwarz. Liegt das vielleicht, weil ich nicht die deutsche Version habe? Oh, auf einmal andere Publisher, andere Entwickler. Gotta have games. Ich glaube, Gotta have games, wenn ich mich richtig erinnere, ist das einzige Barbie-Game, was nicht bei uns erschienen ist, glaube ich. Das kam, glaube ich, nur bei den Amis raus. Die anderen vier kamen auch bei uns raus, nur das hier nicht. How many players? Two players. One player. Choose a friend. Ken. Teresa. Christy. Barbie. Ken. Ich kann Ken spielen. Es gibt nur fünf. Christy. Barbie. Teresa. Ich spiele gegen Teresa. Klar, Tom Hanks. Where shall we play? Let's go to the disco, so we can groove and move. Choose difficulty. Meet hard. Wir gehen direkt in Hard rein. Ist das ein Rhythm Game? Ich hoffe. At the disco, it's all about rhythm. Keep the beat by hitting the buttons as they light up. Ready to dance? Let's go! Keep the beat. Ready to dance? Let's go! Nice! Ready to dance? Let's go! Das ist echt, echt nicer Rhythmus. Keep the beat. Ready to dance? Let's go. Nee, ist nicht Simon Says. Ich muss direkt drücken, wenn es leuchtet. Cool moves. Ich muss mir nicht merken. Es ist quasi Simon Says, nur direkt drücken. Ohne merken. Ich hab verloren. Das Simon Says Extreme. Great job. Was für great job, was für win. Ich hab mega reingeschissen. John hatte 600 Punkte. Er hat sogar auf hart gespielt. Ready for another round? Nein. Lass uns ein anderes Minispiel anschauen. Aber ja, es scheint wohl eine kleine Minispielsammlung zu sein. Where do you want to visit? Conga Line? At the dance studio, the Conga Line is about to begin. Choose difficulty. Meet hard. Conga Line. Was ist Conga Line? Ist das eine Tanzart? Here at the dance studio, conga lessons are just starting. Come on, let's join them. Add as many dancers as you can without running into walls or other dancers in the line. It's time to conga. Ist er wirklich Snake? Woher wusstest du das, Tyler? Cool. Cool. You
Here we go. Ich glaube, ich spiele gerade das erste Mal Snake seit 20 Jahren oder so. Dancers. Das ist nicht Human Centipede, bitte hör auf. Da wurde niemand an den anderen dran genäht. Die laufen einfach nur hintereinander. Das ist eine geile Polonaise. Aber ich weiß schon, was das Beste von den Minispielen ist. Weil das war das Einzige, was ich kurz getestet hatte, als ich geguckt habe, ob die ISO funktioniert. Das wird euch gefallen, Chat. Langsam wird's eng! Domino Day! Ich habe jetzt wegen die übelsten Ohrwurm von Corridor of Time. Von mir? Weil wir am Corridor of Time haben wir die halbe Nacht gehört im Loop. Während Dark Souls. Nein, Domino ist Day ist nicht der D-Day. Stopp. So Leute, ich zeige euch das beste Spiel. Das hier. Eiscreme. Das ist das beste Minispiel. Das wird euch gefallen. Das ist das Beste. Ich habe auf hart gemacht, das ist wichtig, es muss auf hart sein. Ich möchte Stracciatella. Vanilla Chocolate Chip. Okay, Vanilla Chocolate Chip. Stack 4 scoops of the same flavor in a row, either up, down, left, right or diagonally. Es ist 4 Gewinn, Chat. Your turn, Ken. Es ist 4 Gewinn. Hast du nicht gemacht. Lol, was? Stracciatella wins! Das war auf hart. Great job! Auf gar keinen Fall. Sorry, natürlich. Vanilla Chocolate Chip. Okay, wir gucken uns noch DJ Booth an. Off to the music store DJ Booth for mixing and matching. Choose difficulty. Meet hard. Na, ich glaube, Theresa ist nicht so gut in 4 gewinnt. Barbie hätte mich bestimmt auseinandergenommen. Everything is all mixed up. Help the DJ match. Alles ist mixed. Their cases and watch out for surprises. Pick a CD and start matching. Your turn, Ken. Musik ist einfach Banger. Jinx. Whoops. Whoops. Wild. Als ob. Nein, das kannst du doch nicht machen! Hä, was ist das für Memory? Das ist Memory Extreme. Almost. Wieso? Kann die das? Whoops. Okay.
während dem Ding? Wieso hat die so viel Glück? Jetzt muss sie wieder einschaffen, oder? Ja, was? Wie gezielt! Matched. Whoops. Whoops. Ja, das wusste ich auch. Match. Das wusste ich auch. Wildcard. Awesome. That's it. Ich mag Theresa nicht. Ich mag Theresa nicht. Hier gehen wir rein. Als nächstes. So, Chat, wie steht ihr zu Detektivspielen? Zu Detektivspielen, Point-and-Click-Spielen? Was hat die Theresa getan? Die ist eine miese Sau, die hat geschummelt. Das war nicht Barbie Murray, das war Theresa. We were tracking down a clue for our new undercover assignment when Becky calling Barbie. Come in, Barbie. This is Barbie. Go ahead, Becky. Hi, Barbie. You know that case we're on involving the cruise ship Island Discovery? We're working on it now. What's the update? Another piece of artwork has been stolen from the art gallery on board. That's three pieces now that have disappeared without a trace. I've logged all the missing pieces into the crime computer and chosen some cool gadgets to help us solve this case. Just einfach 007. Come on, Theresa. We've got work to do. We'll catch whoever's behind this. Oder Totally Spice. Es ist Totally Spice. Drei Engel für Charlie. Und Skylight, dankeschön für 51 Monate. Vielen, vielen Dank. Der gute alte Crime-Computer, ja. Welcome to Detective Barbie. From here you can choose to play a one-player or two-player game. Man kann das so zwei sogar spielen, okay. Press the X. Enter your name by highlighting the letters and pressing the X button. To enter Barb. Space, delete a letter or clear your name. Barb. Use one of the buttons on the left. Barb. Barb. Play game, Jetskis, Air Racers, Shuffleboard. Okay, machen wir so Play game. Hard. Hard. Beim zwei Spieler ist einer von den beiden der Mörder. Ich denke, das sind auch nur Minispiele. Und kein richtiges Detektivgame. Also, es sah auf den Bildern aus wie ein Point and Click. Hi Becky, how are things going? It's going really well. By the way, I put a new gadget in your bag. It's called an infrared lipstick. Now that sounds interesting. Infrarot lipstick. What does it do? When you look through it, any hidden clues will be revealed. Thanks, Becky. I think this gadget will be really useful in our investigation. We'll check in with you later. So funktioniert also Infrarot. Use the directional buttons to move around the screen. If you want to look at the crime computer, press the select button. Press the circle button to open the gadget bag. To use the currently selected gadget, press the square button. To change the selected gadget, use the L2 and R2 buttons to move the highlight to the left or right. When you've finished using the gadget, press the triangle button to put it away. To pick up a clue, walk up to it and press the X button. If you want to talk to someone, walk up to them and press the X button. Okay, ich kann nicht spielen. This so. Is a really cool room, but I think we ought to go check out the rest of the ship.
Ich bin einen Meter gelaufen. Was für Rest of the Ship. Und Cremaro, Dankeschön für 2 Monate. Das ist mein Infra. Ah, okay, so kann ich jetzt alles scannen. Does everything in here look right to you? Was ist das? Ein Pinsel? Und mein Handy. Gehen wir mal weiter, ne? Das ist doch der Nacktscanner von Yamba. Oh, wir haben Musik. Es gibt nirgendwo Hinweise. Oh mein Gott. Hi Becky, how are things going? That's so, danke schön für 44 Monate. I love working on these cases and using the crime computer to help us solve the mystery. Hey, isn't that a grand piano over there? Dieses Lied in einem uralten Dr. Freud-Video kommt von da. Vielleicht ist es ein bekanntes Stück, was hier verwendet wird. Vielleicht ist das irgendwie von Jacques Fondue oder so. This is the crime computer. You can use it to help Team Barbie detectives solve. To view another suspect, press the X button on the arrows next to the suspect. Press the X button. Press the X button. Look, a movie reel. Hot clue. Wow, this looks pretty old. I wonder what the movie is. You're absolutely right. This is the fingerprint. Press the X button here. We didn't get a map. This is the map screen. You can use this part of the crime. This is the location screen. Press. This is the suspect and clue screen. Here's where you can look at all the clues you've found so far. Ich habe noch keine Suspects. Ich kann noch nicht auswählen. Mit dem ich das checken will. Hi, I'm Barbie. I guess you must be the ship's entertainer, right? That's me, ship's entertainer and talent extraordinaire. Julian Jones at your service. Do the passengers ever ask you to sing their favorite songs? No, absolutely not. I am the artiste here. It is my place to know what the customer wants. Oh, I see. So, do you compose and sing your own songs? In the old days, I used to compose all the time. Now, I just sing all the old favorites again and again. If only I had the money, I could pay someone to write new songs for me. What do you think about all the recent thefts from the ship's art gallery? Well,
I'm an entertainer, not a detective. But I wouldn't be surprised if the people who run the ship aren't behind it somehow. Yes, they've been wanting to stop this exhibition since it started. Mm-hmm. Have you seen anything suspicious or anyone acting strangely in the last few days? Everyone's a bit strange on this ship. Except for me, of course. I'm the only one with any musical sense at all. Even that retired actress has no appreciation of music or art for that matter. It's been, interesting talking to you, Mr. Jones. Maybe we'll see you again at dinner. Das war's, okay. Ist das jetzt ein Suspect? To move to a different screen, use the directional buttons to highlight the screen you want on the left. Then press the X button on the arrows to highlight the soundbite you want to listen to. Geiler Schnauze. And then press the X button. In the old days, I used to compose all the time. Now, I just sing all the old favorites again and again. If only I had the money. Everyone's a bit strange on this. Press. Use the direct. Again and again. Können wir noch mal ins Hauptmenü gehen? Enter your name by highlighting the. Enter your name. Ich will den spaßigen Teil des Spiels mir anschauen. Jetski! Okay, wieso hat sie sie gerannt? Was soll die Scheiße? Das ist ja Crash Bandicoot 3! Keep pressing the X button to go faster. To steer the jet ski, use the left and right directional buttons on your controller. No suspect here. Should we race just for fun? Ja! Ready, set, go! This rules! Was ist diese Bälle? This is so cool! Hey! Ey, boah, diese Bälle. Junge, das ist gerade einfach Chocobo-Rennen aus Final Fantasy X. Ja, der Song ist nice. Oh mein Gott, diese Bälle! Oh mein Gott! Sie hatten einfach auf meinem Kopf. This is so cool. Check it out. Gewonnen. Okay, sie rammt mich noch. Oh, now that was awesome. Way to go, player one. You won. I wish we could stay longer. Hör doch auf, so viel zu reden. Sie hält einfach nicht die Schnauze, ne? Die sehen beide einfach aus wie Säuglinge. Geschminkte Säuglinge. Air Racers. Let's go. Oha! Das ist das andere Crash Bandicoot 3 Level. Oh, man kann skippen, dass sie die Schnauze hält. This is so cool.
ist richtig cool. Was passiert mit mir gerade? Ich habe mich gedreht oder so. Ui. Ach so, ich darf dich nicht durch diese komischen heißen Ströme, glaube ich, durchfliegen oder so. Da kommt zwischendurch mal heiße Luft aus dem Wasser oder so. Wuhu! Wuhu! Ey, das war meiner! Wuhu! Irgendwie kann man Nitro machen. Die macht auch Nitro. Ah, hier. Ich hab's. This is so cool. Nein, überhaupt nicht! Don't forget to fly to the cloud. Don't forget to fly to the flight. Don't forget. Yeah, I love flying. Yeah, I love flying. Endet die Scheiße auch irgendwann? Yeah, this is the best. Hä, wieso? Ich bin drüber geflogen, wow. Das ist meiner! Das ist meiner! Hey, ich bin doch durchgeflogen! Du musst in die Ich bin gerade durch den Rosen geflogen! Schau dir den Stream überhaupt! Yeah, this is the best! Yeah, what a blast! What a blast! Whoa, that was close! Next time, Teresa won't be so lucky. This is great fun! We should come back, after we solved our mystery. Die Perspektive ist irgendwie super weird. Die Perspektive ist super weird irgendwie. Also meiner Meinung nach wurden drei Ringe nicht gezählt, wo ich durchgeflogen bin. Scam. Scam. Theresa einfach besser als... Ah! Ah! Wir haben noch ein Minigame. Shuffleboard. What a great idea. Skip. Cool shot. 8 Punkte für Theresa. Hat Theresa rote Augen? Cool, you're really good at this. Ich glaube, wenn man zu schwach schlägt, dann despawn die einfach.
That's 7 points. Hey, ich wollte die rauskicken. Ich habe gesabbert. You rock. Excellent. Das ist spannend. Hat sie nicht getan. Excellent. Entgegen. Hey, you're good at this. Zu spannend aber auch. Und Lacker, danke schön für 13 Monate. Die miese Sau. Excellent. Yeah, we won. That was an awesome game. What a cool game. What an awesome game. What a cool game. Oh my God. This was so cool. Awesome. This is an awesome game. So, Chat, wir kommen zu dem wohl bekanntesten Barbie-Spiel auf der PS1. Das vielleicht, was ihr Leute vielleicht von euch irgendwo schon mal gesehen haben. Und das ist jetzt sogar auch auf Deutsch mit deutscher Synchro. Es ist quasi Crash Bandicoot. Aber mit Barbie. Nee, mit Pferden hatten wir schon. Barbie Explorer. Yeah. Erstmal das Gleiche. Nein, nicht die ganzen Diamanten. Ach so. Und was ist dann passiert, Professor? Tja, ich konnte leider nur einen einzigen Teil des mystischen Spiegels finden. Die anderen Teile fehlen noch. Es gibt eine tolle Geschichte für die Zeitung. Das ist eine spannende Geschichte. Ich habe hinter dem Spiegel eine alte Schatzkarte mit den Verstecken der fehlenden Teile gefunden. Jetzt habe ich nur noch auf einen Forscher gewartet, der dieser Herausforderung gewachsen ist. Die Legende besagt nämlich, dass der Spiegel seine geheimnisvollen Kräfte offenbaren wird, wenn alle 5 Teile wieder an ihren Plätzen sind. Das könnte der größte Schatz der modernen Welt sein. Sie können auf mich zählen, Professor. Ab sofort bin ich Barbie, Weltklasse-Forscherin. Wow, Weltklasse-Forscherin. Junge, sie greift aber direkt nach den Sternen. Nicht, hier wird nicht klein angefangen. Sie ist nicht einfach Forscherin, sie ist direkt weltbeste Forscherin. Ab sofort einfach. VR-Training? Drück, um das Virtual Reality Training zu starten. Bitte was? Willkommen beim Training im Virtual Reality Level. Um zu gehen, drückst und hältst du die R1-Taste. Ach, das VR-Training ist, glaube ich, einfach nur Tutorial. Das sind wie die VR-Level aus Metal Gear Solid.
Directed by Hideo Kojima, ja. Gib deinen Namen ein. Bob. Okay. Schwer! Benutze die Links-Rechts-Taste. Afrikanischer Dschungel, Tibet, Ägypten. Afrika! Afrika! Tibet! Tibet! Ägypten! Afrika! Afrika! Auf nach Afrika! Afrika! Wir brechen nach Zentralafrika auf, um einen Saphirschild wieder zu beschaffen. Wir müssen uns da durch den Dschungel kämpfen, um eine vergessene Stadt zu finden, in der das Artefakt angeblich sein soll. Drück die X-Taste, um weiterzumachen. Wächter ist eine Riesenschlange. Tiere, Elefanten, Schimpansen, Hinweise. Vorsicht, Erdrutsch. Ja, yeah, let's go. Gut, jetzt sehen, tief, sehen, tief, sehen, tiefster. Besprechung habe ich angeklickt. Und jetzt passt auf, Chat, passt auf. Sie hat einfach die perfekte Dodge-Roll drauf. Was ist das für ein Geräusch? Darf ich die nicht einsammeln? Infinite Dodge Roll halt wirklich. Junge, dieses Springen ist so schrecklich. Aber das Rollen ist super. Ich verstehe dieses Herzsystem nicht. Ich kann aber auch nichts anderes machen. Kann ich irgendwie... Oh, da war ein Elefant. Da ist noch ein Elefant. Da ist noch ein Elefant. Junge, die Steuerung. Da läuft ja ein Elefant. Buck. Buck. Umgefallen. Buck. Ist ein Trampolin? Oh, das ist eine fliegende Plattform. Oh, ich dachte, wir fliegen jetzt zum Bonuslevel. Ich verstehe diese Herzen nicht, ne? Schimpanse. Buck. Buck. Dieses Geräusch. Ich glaube, ich darf diese Herzen nicht einsammeln. Kann das sein? Dass diese Herzen mir irgendwie Damage machen? Kann das sein? Ich meine, das Geräusch klingt so negativ. Tomb Raider kann man Affen abknallen. Ja, aber sowas tut sie nicht. Barbie ist eine gute. Barbie tötet keine Tiere. Hui! Das ist aber auch echt ein langes Level. Was hab ich da unten nicht stehen kann? Für ein Barbie-Lizenzspiel sieht das gar nicht so bad aus. Es spielt sich aber richtig scheiße. Gib deinen Namen ab. Nein! Ich wollte Bab bleiben. Na, jetzt bin ich A. Okay. Schwer.
Benutze die Lift Tibet. Tibet! Wir brechen nach Tibet auf. Wir brechen nach Tibet auf. Das heißt, dass irgendwo im tibetischen Bergland in einer verlassenen Tempelstadt eine Rubinmaske versteckt sein soll. Vorsicht auf rutschigen Eis- und Hängebrücken. Wir haben es bis nach Tibet gebracht. Sehen wir uns die Missionsbeschreibung für diesen... Achso, das ist das normal, das gleiche, okay. Okay, Bergfahrt, let's go. Ich würde gerne den Boss sehen. Ganz am Ende gibt es halt dann immer den Wächter. Aber die Level sind so riesig. Oh, sie hat sogar andere Outfits dann jedes Mal. Wie cool. Ja, direkt verloren. Da scheint es ziemlich tief runter zu gehen. Junge, diese Stimme. Ja, diese Herzen, ich glaube, das ist Damage oder so. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was diese Herzen sind. Es klingt so falsch. Da ist eine Bergziege. Tja, schade. Damit kannst du dich heilen, mit den Herzen. Aber wieso klingt das Geräusch so negativ? Ich werde dieses Spiel nicht durchspielen. Weil das Leben negativ ist. Okay. Dark. Das ist doch kein Geräusch von, hey, du hast dich geheilt. Das ist ein Geräusch von, du hast Damage bekommen. Die Steuerung ist so arsch. Wie lange die Level aber auch sind. Das ist ja wirklich Crash Bandicoot 1 mit der Brücke hier. Hallo? Hallo? Ich kann auch nicht schleichen oder so. Doch, ich kann langsam gehen. Junge, das Level nimmt gar kein Ende. Aber es ist cool, dass man zwischendurch noch so einen alternativen Weg hat. Und jetzt haben wir auch langsam Musik. Musik ist bestimmt ein Indiz dafür, dass das Level gleich endet. Musik zu Ende, scheiße. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ich glaube, ich habe gerade ein One-Up bekommen. Siege? Oha! Hat die nicht gemacht. Also, hübsch ist das Spiel auf jeden Fall. Und sehr viel Variety, aber wieso alles in einem Level? Ja, ich glaube, das Spiel hat Bosskämpfe. Jedes Gebiet hat einen Wächter am Ende.
Aber man, davor muss man 3 Level schaffen. Und ein Level dauert ja 100 Jahre. Okay, Mitte. Benutze die Link. Tibet, Ägypten, Ägypten, wir kommen. Wir kommen. Gicken. Unser Ziel ist das Land der Pharaonen. In einer der Pyramiden soll eine Smaragd-Skarabäus-Frosche versteckt sein. Mir Krokodil ist der Wächter. Ihre Kamele, Treibsand und Staubwirbel aus dem Weg gehen. Okay. Und hier sieht man's. Sind 3 Level und danach kommt der Kokofluss mit dem Wächter. Diese Stimme ist so schrecklich von ihr. Hey Kid, was geht ab? Was heißt mit einem Waldchen weg? Für heute oder für Wochen, Monate? Ja, klettern wieder. Glaube ich. Doch nicht. Ist kein Klettern. Jahre. Vielleicht auch Jahre weg. Für immer. 15 Jahre bist du danach weg. Hallo, Plattform. Ich habe nach vorne gehalten. Wirklich. Wirklich. Hier gibt es eine Menge Sanddünen. Nein! Oha. Ist immer das Gleiche. Die gleiche Animation jedes Mal, das gleiche Geräusch jedes Mal. Komm hier! Oh, jetzt bin ich sogar in der Stadt gelandet. Oha. Rolle. Ja, da bleibt ja eine Spur hinter mir. Oh, Vorsicht. Was ist das denn? Ein Barbecue. Hallo, bleib doch stehen! Sie läuft von alleine los! Ich hab ein Barbecue. Ein Schild für 20 Minuten. Sekunden. Einfach 20 Minuten. Das ist die Akku. Leider kein cooles Lied dabei. Das sieht wie eine Oase aus. Nein, nicht Barbecue. Barbecue. Der Barbie-Würfel. Kennt ihr doch alle aus den Filmen. Die benutzt ihr immer und dann verwandelt sie sich. Und wird unsterblich. Ey, die Level, die nehmen ja gar kein Ende. Hä, hey, du kennst das Spiel, Vigga? Kannst du mir sagen, wie ich über die Wand komme? Ich hab das als Kind viel gespielt. Wie komme ich hier rüber? Ja, die 79 Edelsteine sind wahrscheinlich für Completionists.
Wie komme ich hier rüber? Was hat sie gemacht? Nein! Okay, man muss die Sprungtaste halten. Also ich sag mal so, ich glaube, ich hätte als Kind eine gute Zeit mit dem Spiel gehabt. Es ist sehr simpel, straightforward. Let's go. Bis auf das Klettern. Genau das wollte ich gerade schreiben, natürlich. Whee! Das Level endet einfach niemals. Whee! Es endet irgendwann! Du hast dieses Level abgeschlossen. Drück jetzt die X-Taste, um weiterzuspielen. Spielfortschritt. drück jetzt. Das ist immer Nachbarin viel gespielt, dass die Vocal Lines in unserem Sprachgebrauch waren. Ja, fucking Tibet. Afrika! Tibet! Ja, Leute, ich denke mal, wir haben genug gesehen. Ich denke, wir haben genug gesehen. Das war auf jeden Fall, würde ich sagen, es ist das beste Barbie-Spiel von denen, die wir heute gespielt haben. Ist auf jeden Fall das Beste. Also ich sag's wie es ist. Als Kind hätte ich das wahrscheinlich auch enjoyed. Aber ja, das waren die 5 wundervollen Barbie-Spiele auf der PS1. Das war eine wilde Zeit. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, PS2, ob es da sowas gab, sowas. Ich weiß auf jeden Fall sowas wie DS oder sowas. Da gibt's safe so 500 Barbie-Spiele, ne? Aber PS2 glaube ich eher weniger, ne? Obwohl da auch sehr viel Trash-Games waren. Ich glaube, ab PS2 auf PS2 waren, glaube ich, so die Bratz-Spiele groß. Das glaube ich. DS und PC. Du hast irgendeins davon, was wir heute gespielt haben, Fridoline, irgendeins davon auf PC hast du gespielt? Oder waren das alles für dich Unbekannte? Ich habe heute auch das Pferdespiel gespielt, ja. Es gibt 5 Barbie-Spiele auf der PS1. Ich habe sie heute alle gespielt. Und das ein oder andere war ein bisschen besser, das andere war ein bisschen schlechter. Aber im Großen und Ganzen zusammenfassen, das ist auf jeden Fall das Beste. Das ist auch das einzige Barbie-Spiel, was ich auf jeden Fall so immer irgendwo mitbekommen habe, dass es existiert und dass es Leute irgendwie als Kinder gespielt haben und gemocht haben. Die anderen waren für mich alle neu. Ja. Wundervoll. Ha ha.